Es gab mal eine Zeit, in der jeder die Möglichkeit hatte, zur Mittelschicht zu gehören. Unser Geld, die gute alte D-Mark, war stabil. Menschen konnten sich ein Eigenheim leisten. Es gab Arbeit für alle und unsere Grenzen waren bewacht und sicher. Messerangriffe waren ein unbekanntes Phänomen. Und unser Bildungssystem war weltweit ein Vorbild. Über die letzten Jahre hat sich alles zum Schlechten verändert. Die Industrie wandert ab. Ordentliche Arbeit ernährt deutsche Familien nicht mehr. Das Übel hat mehrere Wurzeln, aber eine davon ist die EU. Korrupte und nicht gewählte Kommissare und Lobbyisten zerstören von Brüssel aus unser Land. Über 70% unserer Gesetze werden in Brüssel verabschiedet und das meist zum Nachteil Deutschlands. An meiner Stadt Berlin kann man deutlich sehen, was uns droht, wenn wir jetzt nicht die Notbremse ziehen. Kriminalität, Armut, Überfremdung, der Verlust unserer Identität, ja sogar der Verlust unserer nationalen Souveränität. Unsere Aufgabe muss es sein, für Brüssel ein herausragendes Team zu bilden, das in Brüssel deutsche Interessen vertritt, und zwar nur deutsche Interessen. Unsere Partei entsendet nach Brüssel alle 5 Jahre Abgeordnete, von denen man nie wieder etwas hört. Erinnern Sie sich noch an die Namen Lucke, Henkel, Starbatti, Prezell, Meuthen, Lars Patrick Berg? All diese Leute sind nicht mehr in unserer Partei. All diese Leute waren in Brüssel. All diese Leute haben in Brüssel nichts für Deutschland getan. Sehen Sie hier das Problem? Genau das muss sich ändern. Ich werde daran mitwirken, dass wir in Brüssel eine geeinte Delegation bilden, die aus charakterlich anständigen, fachlich kompetenten und politisch stabilen Abgeordneten besteht, die sich gegenseitig unterstützen und nicht etwas schmutzig bekämpfen. Ich werde eine effektive und präsente Öffentlichkeitsarbeit etablieren. An uns soll medial kein Weg mehr vorbeiführen. Das Geld dafür ist da. Nur der Wille, es auszugeben, bestand bislang nicht. So aber werden wir künftig die dominante rechtskonservative Plattform in Europa bilden können. Vor allem aber werden wir bestimmen, wofür unser gutes deutsches Geld ausgegeben wird. Wir werden dafür sorgen, dass nach Deutschland und nach ganz Europa nur noch die Leute hineinkommen, die wir auch wirklich eingeladen haben. Mehr Grenzzäune, mehr Frontex, mehr Pushbacks. Und zuletzt, künftig werden alle Ausgaben aus Brüssel nur noch in Deutschland und nur für deutsche patriotische Interessen ausgegeben. Es ist unser Geld und es soll zurück nach Deutschland fließen. Mein Name ist Antonín Brusek, Amtsrichter AD. Ich bin Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und dort Sprecher für Jagd, Forsten und Landwirtschaft. Ich bin 61 Jahre alt, verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter. Ich bewerbe mich um einen Platz auf der Europaliste der AfD für die Wahlen 2024. Wer mein politisches Wirken bislang verfolgt hat, der weiß ganz genau, ich fürchte weder Tod noch Teufel und erst recht nicht meinen politischen Gegner. Ich sage und tue immer, was gesagt werden und getan werden muss. Wir wollen Deutschland retten. Dafür brauchen wir Anstand, Mut und Leidenschaft. Leidenschaft für Deutschland. Leidenschaft für unser deutsches Vaterland. Deutschland zuerst.